Seid gegrüßt zu Shards of War. Heute mit einem neuen Sentinel. Kam heute noch raus mit dem neuen Update 29 Calibre. Ja, teste ich jetzt. Ich habe jetzt schon zwei Runden gegen Bots gespielt. Einen wollte ich nur eine Runde machen, aber komm, ich hatte gerade Langeweile. Kommt noch schon weiter. Hat sich das erledigt gehabt. Und da wir jetzt im Update 29 sind, kam natürlich wieder was. Also jede volle Zahl ist natürlich irgendwas boom, Besonderes, ne? Es wurde so viel geändert, das konnte ich mir gar nicht alles merken. Es wurde, jeder Sentinel wurde verändert. Es wurden die ganzen Items, wurden nicht neu gemacht, aber es wurden einige Items entfernt und jeder Sentinel hat selber nochmal eigene Items bekommen. Es kamen jetzt, glaube ich, 86 neue Items raus oder so und boah, mein Kopf, Junge. Es wurde so viel geändert, der Drache wurde geändert, die Türme wurden geändert, wurden ein paar neue. Oben auf der Topline wurden ein paar neue Wege in den Dschungel reingemacht, damit man leichter entkommen kann. Es wurde so viel geändert. Was ich sagen kann, ist, diesem Sentinel hier ist Schaden her richtig gut. Man kann, und hier, das haben sie auch geändert. Hier kannst du jetzt keine Heilpunkte mehr hier, wo du nicht reinstellst. Ne? Du musst in diese Dinger hier anlaufen, dass du dann Heilung kriegst und dann bleibst du da an, nach anderthalb Minuten ist das Ding wieder aufgeladen. Ist komisch, ist aber halt so. Und die hat da auch ziemlich coole Fähigkeiten unter anderem. Und der erste ist schon down und wurde erwischt. Fähigkeiten sind recht interessant. Ich kann jetzt dahin setzen. Ich könnte mich jetzt dahin teleportieren praktisch. Ich kann das Ding nach vorne werfen mit Leertaste. Und wenn ich nochmal Leertaste drücke, springe ich dahin. Automatisch. Also das ist richtig nice. So. Nee. Guck, jetzt kann ich so machen und dann kann ich. Oh, da rein. Aber man hat halt das gesehen, was ich eigentlich meinte. Was macht der denn da? Also wie gesagt, ich will jetzt erstmal wieder das gegen echte Spieler, ne? Aber das ist ein bisschen ätzend hier, nur alle anderthalb Minuten. Das macht es echt extrem schwer. Wenn man sieht, dass hier zum Beispiel hier hat einer Sell-Item genommen. Also das macht schon, ja. Die Items sind okay, je nachdem, also man muss sich halt ein paar genauer angucken. Dann kann man sich gut raussuchen, was man nutzen kann und was nicht. Aber zum Großen und Ganzen fehlen mir da einige Items, die ich momentan nicht wiedergefunden habe. Ich kann nicht ganz auf Schaden gehen. So, also für mich so ein paar Schadendinger. Bisschen blöd. Aber ansonsten sieht es so sehr gut aus. Man sieht hier oben haben sie. Das ist der normale Weg und jetzt gibt es da auch noch einen Weg. Und hier vorne wurde der Nebel entfernt. Also sehen wir später auf jeden Fall nochmal. Ist nur gerade hier konzentrieren, damit ich nicht die ganze Zeit drauf gehe. Man ist daneben. Aber, naja, die hält nicht so viel aus, das stört mich. Die Verteilung von der ist extrem schlecht. Guck mal, ich habe eine gerade gekauft, ja, für 12.000 Münzen. Das war teuer. Ich habe schon noch 2.000. Ich würde mal ein paar andere Sentinels holen. Oh, es wäre ein Schaden reinbitschen hier. Was wurde wirklich hier? Das Sentinel wurde verändert. Irgendwas wurde bei jedem Sentinel gemacht. Ob sie Hitpoints waren, ob sie Fähigkeiten verändert wurden. Egal was, es wurde etwas verändert. Das ist, kann man sich gar nicht alles merken. So krass ist das. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass ich die Runde hier gewinne, weil. Ah, super. Ich bin natürlich dann eingelaufen statt weggelaufen. Laufen so. Und auch beim Vulkan war so geil. Den Vulkan muss ich auch noch spielen. Den haben sie auch verändert. Haben sie den Schaden erhöht. Wir haben den Schaden vom Vulkan erhöht. Der war schon vorher extrem hoch. Und hier die Tower wurden so umgeändert, wenn ich beim Tower bin und einen feindlichen Sentinel angreife, ist der scheiß Tower auf mich. Statt auf die Kack-Drohnen. Da können auch so viele Drohnen da drin sein. Nein, dann habe ich die höchste Priorität. In diesem Kack-Gebiet. Das ist sehr ätzend.
Das ist sehr ätzend. Nein, mach doch. Mann, ich konnte das Ding nicht setzen. So, aber jetzt können wir mal hier gucken hier, was ich meine. Hier ist noch ein neuer Weg reingebaut worden. Das ist dieser Weg hier mal gewesen, da zum Langlaufen. Da haben sie da oben noch eine Lücke reingesetzt. Hier holen wir oben gerade den Tower, wie man sieht. Alter, wollen die mich verarschen? So, der ist weniger. Kann nicht mehr dran. Super. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg, oder? Wow. Warte, flüchten. War auch nur knapp. Ich muss noch in die Drohne killen gehen, ey. Macht ja keiner. Die schießt aber, der Schaden von der ist wirklich gut. Muss man sagen, die schießt schnell. Macht gut Schaden. Nur dieser Kreis da ist, ja, die Inquisitionsfeld ist zu kurz. Dafür ist die Nachladezeit so lange, ist das Ding ziemlich kurz. Die Ulti finde ich richtig geil. Die finde ich cool. Macht, glaube ich, nicht so viel Schaden. Aber, 70 Jahren momentan bei Level 7, aber ansonsten ist sie schon echt cool. Na, guck mal, hier, das Ding hält jetzt 2 Sekunden und da eine Nachladezeit von 20 Sekunden. Nur ein bisschen. Schade. Und die Items, die ich gewählt habe, keine Ahnung, ob die richtig sind. Ich habe einfach auf gut Glück gehandelt. Bam, diese Doppel-Elektrizität, ey, hier haut schon rein. Ah, Mist, da kommt jemand. Du-du-du-du. Komm doch. Ah, scheiße. Ah, ja, komm doch. Ah, da kam noch jemand Drittes. Ja, momentan. War da noch jemand was von Hell genommen? Lass mal Stoß durchschlägt feindliche Einheiten, fügt weiteren Einheiten Schaden zu. Hm. Klingt interessant. Löst instabile Geschosse automatisch aus. Warum oder? Keine Ahnung. Muss man sich im Kampf alle angucken. Hier und da, ein Bot. Der gar nicht. Bin angestupst worden. Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Mein Kill, mein Kill. Oh, ich hab gar keine Zeit zum Reden. Ich hab gedacht, komm. Ganze Zeit, keiner da. Mal fängst du kurz an hier. Die Folge aufnehmen und dann, ja. Nach 7 Minuten geht's hier los, ne? Super. Also ich komme nicht nah genug ran, um die Ulti überhaupt einzusetzen. Das ist ein großes Problem. Ich müsste mich da rein teleportieren, aber das würde ich nicht lange überleben. Ohne hier weg. Ja, Bleach, das war ja mal richtig richtiger Reinfall, ne? Toll, da konnte ich noch schnell wegteleportieren. Mist. Klar, klar. Wieso nicht? Ist ja nicht so, als hätte der mich schon gar nicht mehr sehen können. Weißt du? Den Drachen, den haben sie auch, der sich verändert, dass er so schwächer ist. Der hat jetzt weniger Punkte, weniger Hitpoints, macht weniger Schaden, aber wenn du den erobert hast, hat er mehr Hitpoints, macht mehr Schaden. Damit der öfters mal gebraucht wird, weil er wurde ja
Seit der letzten großen Änderung mit den Heilpunkten alles Mögliche und den Drohnen wurde er ja nicht mehr gebraucht. War ja nur noch so Deko. Jo, jo. Junge, schreib doch noch mehr Spanisch. Wir haben den, ne? Ja. Das war jetzt die Ulti. Bam. Cool, muss man sagen. Geht übertrieben schnell. Es hat eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit und alles Mögliche. Also, da hat sich schon was drauf. Muss man sagen. Aber seine Ulti war jetzt, den Arsch. Aber seine Ulti ist auch ziemlich schwer zu kontrollieren. Und man sieht jetzt hier, wann die Drohne wieder einsteigt. Also, wann die Drohne wiederkommt. Lass mich doch weglaufen hier, ich bin betäubt, aufs Übelste betäubt. Es ist ein bisschen, ich finde das hier nicht so super, um ehrlich zu sein. Macht es wirklich extrem schwer. Aber okay. Oh, er ist ein ordentliches Matchmaking. Vorher bin ich überhaupt nicht zufrieden. Aber schon gerade einen Kill abgesagt, was? Bulwark ist. Der Bulwark, den haben sie noch stärker gemacht. Ich kriege immer die Krise bei dem, denn es ist ja noch stärker. Das ist echt krass. Der ist jetzt gerade auch ein Bot. Daher. Auf der Dorsch. Ah, toll. Leider konnte ich keinen mitnehmen. Aber die Ulti ist cool, muss man sagen. Die gefällt mir, eindeutig. Striker. Bulwark. Wischen Rotation, genau die wöchentliche Rotation. Diesen Helikopter haben wir nie gesehen. Das ist bestimmt auch neu. War vorher noch nie aufgefallen. Dass man so alles übersieht während des Spiels, ne? Versuchen ein bisschen Druck zu machen. Die haben jetzt. Wir haben 3 Tore verloren und die Gegner ein. Sieht. Wow. Sieht sehr gut für uns aus. Ja, ja. Aber danke. Da oben ist eigentlich gefährlicher. Weil der anwesend ist. Wieder Bot. Was ist denn? Muss er hin? Ist das dein Ernst? Mitten im Kampf wird er einfach zurückteleportiert. Das ist mies. Wir hätten wenigstens zu Ende kämpfen lassen können hier. Ah, der ist unbesiegbar in dem Moment, ne? Ah, scheiße, das war unklug. Warum fehlt dir das Item? Warum? Fehlt ein Item? Auf jeden Fall fehlt hier das Level 10er Item. 1, 4, ne, 1, 8, 1, 4, 8, 10, 1, 4, 8, keine Ahnung bei welchem Level. War das Level 1, das Level 4, Level 8, 10, 12, 16, kann das hinkommen? Weiß ich gerade gar nicht. Ich muss davon mal kurz einen Screenshot machen. Bin ich durch.
Ich laufe da nicht durch, Kinders. Also so happy bin ich jetzt mit dem Sentinel. Bin den cool so gesehen, aber happy macht er mich keineswegs. Kurios ist, dass sie echt nichts erreicht haben, ne? Irgendwie, die haben da oben die zwei Drohnen geholt. Ja, ich wollte... Ah, ich hab zweimal Leertaste gedrückt. Ich habe mich jetzt selbst zu den Gegnern hin teleportiert, ich Idiot. Und es sieht scheiße aus, aber macht nichts, denn ich habe 1500 Erfahrungspunkte. Was ist denn hier? Schockbehandlung auch. Verlängert die Dockerdauer von Schockbehandlung um eine Sekunde. So falsche Dinger nehme ich nicht. Eine Sekunde, das macht... Echt. Keine Ahnung. Ist nicht so super. Wie nachladet die hier, das Ding hier von der Ding hier, ne? Dauert nicht so lange. 60 Sekunden. Aber schon längere gesehen. Und drohen von unten. Kleines bisschen unter der Energieration, okay. Muss ich für C vielleicht irgendwas anderes holen oder so. Ein Hitpoint. Ah, so ist das, ne, im Leben, ne, mal ist der und, ne, Soft Entertainment. Bulwark wieder. Das ist bestimmt gleich wieder, dass ein Bot, dass ein Spieler wieder ersetzt, wenn ich gegen ihn kämpfe und dann gewinne. Eine Drohne? Artilleriedrohne auch. Ehrlich. Okay, mal ja, wurde unterbrochen. Ist das Selbstfilm fleißig geschrieben, hat einfach noch keinen Bock mehr. Boah, die hält einfach nichts aus, die Kleine. Das ist das Problem, die hält nichts aus. Das ist echt schade. Ein bisschen mehr Verteidigung und so und die würde echt abgehen. Aber egal. So, Bachel, kann ich nichts dran ändern. Tja, jetzt haben wir besser nicht auf den Flatland geschossen, ne? Ihnen geht das gleiche hier. Wenn jetzt hier Drohnen sind, ist der Turm auf die Drohnen, aber sobald er dann hier reinläuft und den Tower beschießt, passiert nichts. Aber sobald er auf ein Sentinel schießt, ist der Tower dann auf denjenigen auf. Komm, weg. Jawohl. Weg ist er, der eine. Tun wir so, als wenn wir noch verteidigen wollen. Wenn unser Striker zwischen uns ist. Guck, die eine Rakete, die hat mich jetzt so fertig gemacht. Und dich kriege ich. Immerhin. Nein, hier ist noch ein Striker. Boah, knapp. Nein, boah, ganz knapp. Nein, ist er noch. Da ist er wieder. Genau, lauf da rein. Jetzt haben wir verloren. Das sind zu viele Drohnen. Okay, wir haben verloren. Aber hey, ich habe die Valkyrie mit dem Ding da gekriegt. Und mit der Ulti. Das hat gezählt. Das war das Wichtige. In diesem Game. Fortsetzen. Ja, war jetzt halt nicht so erfolgreich, ne? Aber wenn ein neuer Sentinel im Test ist, kann man nichts machen, ne? Da muss man durch. Das ist halt so. Mal schauen, wo ich bester war.
Nee, ich war zweit besser aus meinem Team. Okay, das vor hier. Fortsetzen. Und Level up. Den Token haben sie auch geändert hier. Level up. Obwohl, Level 26. Ja, sehr gut. Man braucht nicht mehr so viele. Das ist jetzt so geändert worden, dass man hier Missionen wöchentlich. Vorher waren es halt 2000. Danach kamen 4000. Jetzt ist es 1500. Also dann kommt 2500. Also man erreicht diese einfacher jetzt. Also man braucht weniger Erfahrungspunkte. Dann hat man hier jetzt zum Beispiel Crafting. Nee, hier. Eigene. Globale. Ach, hier waren es Experte. Eigene. Hat man hier. Dann hat man jetzt die Namen drunter stehen. Ist dann hier auf A. Hier habe ich mir gekauft beim Vulcan. Parasiten-Upgrade. Vergrößert die Reichweite von Parasitendrohne. Ist gut. Ich weiß nicht, wie die Reichweite vorher war. Mal gucken, ich will das dann mal testen. Aber hier, Ryudo verringert durch Fähigkeiten erlittenen Schaden 25%. Das ist einiges. Ja, das sehe ich schon sehr gut. Und hier verdoppelt den Bonusschaden von Schwertschaum an Ziel mit diesen Trefferpunkten. Das ist richtig geil. Vor allem, weil du machst ja damit schon richtig viel Schaden, ziehst dann richtig viele Hitpoints ab und die Hitpoints sinken. Und je weiter sie runtergehen, desto mehr Schaden machst du dann. So stelle ich mir das gerade vor. Das ist auch hier noch so. Also jeder hat, glaube ich, 8 Stück bekommen. Hier, Vulcan verlängert den passiven Buff von Trommelfeuer um eine Sekunde. Also sind wirklich alles Sentinel bezogen, dass jedes irgendwas eine Fähigkeit halt verbessert oder halt eine Eigenschaft noch reinbringt. Dafür sind sie da. Die kannst du wirklich auf sonst niemand benutzen. Die Bronze-Gutscheine habe ich fast zusammen. Kann ich mir einen Skin kaufen. Mittlerweile habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Sentinels. Gut. So, das war's dann von mir heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Shards of War.